vertanzt man sich auf dem Let's Dance Parkett. So lautet die Devise. Weitermachen, als wäre nichts passiert. Das ist allerdings leichter gesagt als getan, weiß auch Massimo Sinato. Einen bestimmten Patzer wird der Profitänzer einfach nie vergessen, und es ist nicht einmal sein eigener. 2014 hatte seine prominente Tanzpartnerin Larissa Marold nämlich ein XXL Blackout. Massimo erinnert sich im Let's Dance Special Tänze, Bilder, Emotionen, das an Karfreitag ab 20.15 Uhr bei RTL läuft. Noch genau. Die hat mitten im Bollywood die Choreo vergessen, ist ans andere Ende der Tanzfläche gerannt, mit dem Rücken zur Kamera. Den unvergesslichen Patzer und Massimos Rettungsaktion zeigen wir oben im Video. So weit kamen Massimo Larissa bei Let's Dance 2014. Massimo kann sich noch ganz genau an den Moment in der Live-Show erinnern. Da wollte ich im Erdboden versinken. Wenn du ein 20-Sekunden-Blackout mit deinem Promi hast. Das zu kaschieren. Aber irgendwie haben wir es dann doch geschafft. Stimmt. Für den Tanz gab's immerhin 16 Punkte und letztendlich landeten Massimo und Larissa auf dem 4. Platz der 7. Staffel.